Jo, damit hallo und herzlich willkommen zu Seduction Amongst Fate. Ja, dann würde ich sagen, lass mal anfangen. Dann versuchen wir das gleiche doch nochmal. Okay, das funktioniert also nicht. Irgendwo etwas übersehen? Hier bin ich ja ganz am Anfang. Ich gucke einfach mal. Vielleicht habe ich irgendwo eine Kleinigkeit übersehen gehabt. Hier sind wir wieder am Brunnen. Da ist doch sowas wie ein Seil. Wieso nimmst du das nicht einfach? Da werden wir einfach nur wieder platt gemacht. Das ist das Einzige, was wir machen könnten, ist hier lang. Daraus geht es dann hoch. Das können wir nicht weiter. Ich bin ein kleines bisschen überfragt jetzt gerade. Kann man nur da lang? Okay. Ich mache hier kurz einen Cut, bin gleich wieder da. Doch irgendwo. Dann Schaufel. Ganz am Anfang konnte man was ausgraben. Ich wusste, dass man da irgendwas machen kann.
schafft sie aufzubrechen. Flaschen zurück. Alles klar. Alter Brunnen, ja. Flaschenzug. Das sieht mir wie ein Seil aus. Ach, das muss mit der Umgebung dann alles so. Für den Brunnen. Sehen, was ich im Brunnen finden kann. Oh, lecker Fingerfood. Warum sind das alles Finger? Als ich den Eimer hochzog, hat mir jemand den Schlüssel weggenommen. Wer ist das? Ich muss selbst in den Brunnen hinabsteigen, um ihn zu finden. Gut, gehen wir da runter. Wenn wir noch etwas anderes hören. Es bewegt sich. Der erste Opfer entkam Klauen durch einen Sprung in den Brunnen und dachte, dass sie sicher sei. Aber die Dunkelheit verschlingt ihn langsam und nimmt ihm seine Menschlichkeit. Außer Essen ist ihm nichts wichtig. Bewege dich vorsichtig, wenn er nicht isst. Okay, ich mache hier kurz einen Cut und hole nochmal die Sachen. Okay. Vielleicht darf ich mich also nur bewegen, wenn er da am Essen ist oder was weiß ich was macht. Sag mir nicht, dass ich wieder sterbe. Thank you.
Komm, einfach durchrennen, einfach durchrennen. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Das einzige, wo man jetzt Schlüssel brauchte, war eigentlich da hinten gewesen, bei dem, wie heißt es? No, bei der Schublade hier. Hat sich geöffnet. Eine Perlenkette. Okay. Zettel zur Schublade gefallen. Perlen wurden von einem großen Handwerksmeister aus dem Holz eines heiligen Bondibaumes gefertigt. Der Abt verlangt dies für den Fall, dass etwas Schlimmes passiert. Diese Perlen bieten einen gewissen Schutz vor der Göttin. Hoffentlich werden sie so wirken, wie der Schamane gesagt hat. Er erwähnte aber auch, dass die Perlen gegenüber ihren Schergen möglicherweise nicht wirksam sind und direkt gegen sie verwendet werden sollten. Okay. Ich mache hier kurz einen Cut, damit ihr das nicht nochmal sehen müsst. Also ich glaube, dass die Perlen uns beschützen werden. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wie ein Schutzschild. Und es hat funktioniert. Ganz ehrlich, hätte das nicht funktioniert, da hätte ich echt nicht gewusst, was man da noch machen soll. Oh, da war wieder diese blasse Frau. Tritt ein in den Nebeltraum. Okay. Ja, ich gehe jetzt einfach mal. Ja, passt schon, okay. Okay, wir sind in einem Büro. Lee, warum schlafen Sie um diese Zeit im Büro? Soll man zu einer anderen Zeit im Büro schlafen? Gibt es da bestimmte Schlafzeiten? Alle außer Ihnen sind schon beim Mittagessen. Sie müssen doch noch müde sein von der gestrigen Nachtschicht. Denken Sie daran, Ihr Mittagessen einzunehmen. Ja, ja, bla bla. Das wieder eine Erinnerung. Ich habe geschlafen. Kann ich hier auch beten? Was ist los? Ah, ich kann nur bestimmten Stellen beten. Okay. Gehen wir erstmal dem Typen hinterher. Schon wieder diese Frau. Gehen wir erstmal dem Typen hinter. Aber ja, warte. Die Power des Betens macht dich kaputt.
jetzt. Der Nebel ist böse. Er täuscht deinen Geist und deine Sinne. Die Lösung ist, das Feuer zu löschen, aber die Flamme lodert stark und es gibt keinen Fluss in der Nähe. Ey, was geht? Nee, sie sind unser fleißigster Mitarbeiter. Alle sind zum Mittagessen gegangen und sie arbeiten noch hier. Sie wissen, dass es nicht wirklich gesund ist, das Mittagessen auszulassen. Ich bete dich weg. Was machen? Wir haben den Fernseher angebetet. Also wir beten keinen Fernseher an, sondern wir haben gebetet und er ist angegangen. Alles klar. Gucken. Pass auf, ich bete dich weg. Lee, wollen wir zusammen zu Abend essen? Abendessen heute Abend, erinnerst du dich? Ich weiß nicht. Hast du wieder vergessen, dass wir heute Abend ein Date haben? Warum tust du mir das schon wieder an? Hast du mich, Lee? Nein, ich hasse dich. Ja, okay. Kann man ihn auch anbeten? Zu mir? Ja, Mann, ich hab dich kaputt gebetet. Salz. Ein Salzmineral. Die Fernseher lassen sich nicht einschalten. Sie sind kaputt. Hoffentlich bekommen wir sie heute zum Laufen. Warum tust du mir das an, Lee? Ich dachte, du liebst mich. Warum stehst du so weit weg von mir? Hast du mich so sehr? Nein, ich. Komm zu mir. Das ist doch garantiert eine Falle. Das fühlt sich nicht richtig an. Ich hab dich kaputt gebetet. Ging ich in die Bibliothek in der Hoffnung, ein Buch zu finden, das die Vergangenheit des Tempels dokumentiert. Mich interessiert, wie der Tempel entstanden ist. Ich fand dieses alte Buch hier unter einem Haufen vergraben. Zu meiner Überraschung gehörte der Tempel einer Nonne? Es war ein Nonnentempel? Bevor ich weiterlesen konnte, wurde ich vom Abt aufgehalten. Er riss mir das Buch aus der Hand und befahl mir zu gehen. So habe ich ihn noch nie zuvor erlebt. Okay, wir fangen jetzt hier an. Dann gehen wir hier hin. Ja, wir sollen hier Sachen benutzen. Okay, dann nehmen wir das da. Und das da. Salz kann Feuer löschen. Ich hoffe, das reicht. Zurück zur Normalität. Moment mal, da ist schon wieder diese Blume.
Was ist los, Chan? Ist etwas passiert? Es tut mir leid, May. Ich kann so nicht mehr leben. Ich verstehe nicht ganz. Wir müssen uns jetzt trennen. Warum, Chan? Ich möchte zu meinem Vater, der als Mönch im Tempel lebt. Ja, meine Mutter, da meine Mutter gestorben ist, möchte ich den Rest meines Lebens bei ihm leben. Von meiner Familie ist jetzt nur noch er übrig. Es tut mir leid, May. Ich hätte dich nicht um ein Date bitten sollen. Wir hätten uns nicht treffen sollen. Chan. Ich entschuldige mich für alles. Lass es uns beenden, bevor wir es nur noch schlimmer machen. Nein, Chan. Das ist nicht... Ich liebe dich. Auf Wiedersehen, May. Und bitte folge mir nicht. Ich schaue mir jemandes Erinnerung an. Ihr Geliebter beschloss, dass sie getrennte Wege gehen. Er schließt sich seinem Vater in unserem Tempel an? Warum aber sehe ich diese Gedanken? In dem Topf ist ein Loch. Dies könnte einen Ausweg darstellen. Dazu muss ich den Topf aber wegschieben. Hinunter. Ich hoffe, es ist nicht so tief, wie ich befürchte. Yeah, jump! Okay, wenn das so riesengroße Spinnennetze sind. Das war ein ziemlich tiefer Fall. Aber ich müsste das Spinnennetz das doch abfedern. Das hat mich gerettet, aber ich kann von hier aus den Boden sehen. Dass meine Beine aus dem Netz befreien. Bitte, jetzt kommt diese riesenfette Spinne. Oh, Buddha sei gesegnet, dass er nicht in den Tod stürzen ließ. Ich hätte mich ernster verletzen können. Etwas liegt da im Schatten. Fürst Buddha. Ich nehme an, da müssen wir ausweichen. Ja, gut, ist klar. Lauf, 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 lauf. Ein Riesenvieh hinter dir. Meine Fresse. Also ich die Beine in die Hand genommen, du. Okay, das an der Seite sieht mal aus wie eine Wirbelsäule. Oh, das war aber knapp. Dieser Ort hier sieht aber anders aus. Es scheint irgendeine Musik gespielt zu werden. Irgendwas scheint nicht so. Ah. Irgendwas am Baum, okay. Okay, okay, okay. Es ist diese Frau, die ich in meinem Traum gesehen habe. Mein kleiner Mönch, du hast es weiter geschafft, als ich dachte. Du bist die Frau, die ich jede Nacht im Schlaf gesehen habe, richtig? Hast du mich hergebracht, oder? Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns treffen, kleiner Mönch. Damals warst du noch ein kleines Kind. Diese Narbe an deinem Kopf, vielleicht hast du dein Gedächtnis verloren. Ich hatte mit 8 Jahren einen Unfall. Davor kann ich mich an nichts erinnern. Egal, solltest du überleben, werden wir uns wiedersehen.
Sie ist die Frau, die ich in meinen Erinnerungen gesehen habe. Was passiert hier eigentlich? Ich muss die Wahrheit herausfinden. Ist es Ihre Spieldose? Spieldose. Ich werde sie ergeben, wenn ich sie wiedersehe. Hier wurden einige Wörter hineingeritzt. Wer diese Spieldose berührt, wird verflucht in den Flammen aufgehen. Außer ihrer Besitzerin. Sie wohl gefahrlos an mich nehmen kann? Ein Mann, der an einem Baum hängt. Wer? Okay, hier wurde gespeichert. Nice. Jo, das war's mit Seduction Amongst Fate. Ich hoffe mal, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und wenn ihr Bock drauf habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Haut da rein.